Hallo, hier ist Christoph von tabdeck.de und das ist ein Ice-On mit dem neuen Asus Foampad Note FAD 6. Ein 6 Zoll großes Smartphone oder Tablet, ein wirklicher Hybride. 1920x1080 ist die Auflösung. Ihr seht, hier ist auch relativ dick eigentlich für die Größe, könnte ein bisschen flacher sein. 3200 mAh Akku hat das Gerät, kommt mit einem Intel Atom Z2560 Prozessor. Preis gibt es leider noch keinen, sollte aber eigentlich relativ günstig werden. Natürlich als Feature, wie das der Name schon sagt, Note, gibt es auch einen Stylus, wie man das vom Samsung Galaxy Note kennt. Natürlich ansonsten von den Spezifikationen her 2 GB Arbeitsspeicher und eben ein super IPS Display, was ja auch für Asus bekannt ist, auch meistens sehr gut ist. Frontkamera 2 Megapixel und Rückkamera 8 Megapixel. Wann das Gerät auf den Markt kommt, wird noch nicht genau gesagt. Wird aber erst später das Jahr sein. Also geh mal vom 4. Quartal aus, könnte aber auch drittes werden, wobei, wir kennen Asus. Da könnte es wie immer ein paar Verspätungen geben. Schauen wir uns kurz die Rückseite an. Das sieht alles nach Plastik aus. Wir dürfen es leider nicht in die Hand nehmen, auch bei der Pressekonferenz konnte man das nicht, weil es einfach noch nicht final ist. Ja, das ist das Asus Foampad Note FAD 6.